Ja, wissen Sie, wie viele Heizungen in der Schweiz ersetzt werden, fossile im Jahr? Das sind nur etwa 1%. Also es würde etwa 100 Jahre gehen, bis wir jede fossile Heizung ersetzt haben. Wenn ich Klimaerwärmungen so ein bisschen anschaue, denke ich, ist es jetzt schon 5 vor 12. Ich hoffe, dass ich Ihnen heute möglichst viel erzählen kann über einen Heizungsersatz. Und ich hoffe, wenn Sie heute rauslaufen, dass Sie wissen, wie Sie beim Heizungsersatz vorgehen müssen. Dann zum Inhalt des Referats. Es geht zuerst einmal ein bisschen um die aktuelle Heizsituation in der Schweiz. Dann stelle ich verschiedene Heizsysteme vorstellen, das Heizen mit Solarenergie anschauen, das Vorgehen beim Heizungsersatz anschauen, Berechnungsbeispiele aufzeigen und Tipps für die Heizungssanierung geben. Wie wird in der Schweiz aktuell geheizt? Also wir haben etwa rund 1,8 Millionen Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser und es sind immer noch über 50% fossil beheizt. Man geht davon aus, dass es immer noch etwa 150'000 Elektroheizungen gibt, die im Winter sehr viel Strom brauchen. Also pro Jahr müssten wir eigentlich, um das Ziel der Energiestrategie zu erreichen, 30'000 fossile Heizungen ersetzen. Denn hier sieht man eine Grafik, wo man den hohen Anteil von fossilen Heizsystemen sieht. Das ist jetzt eine Statistik aus dem 2021. Das sind aber alle Gebäude dabei, also auch Gewerbegebäude zum Beispiel. Ja, ich höre ganz viele Mythen, wenn ich so bei Beratungen unterwegs bin. Wärmepumpen sind Stromfresser, Luftwärmepumpen sind laut, Wärmepumpe kann man nicht einsetzen, wenn man Radiatoren hat. Mit der Wärmepumpe friert man im Winter. Eine Wärmepumpe lohnt sich doch gar nicht. Das sind alles so Sprüche, die ich tagtäglich höre. Aber stimmt das wirklich? Und lohnt sich der Umstieg überhaupt? Die meisten Besucher heute interessiert sicher, wie man von einer fossilen Heizung auf eine Wärmepumpe umsteigen kann. Das ist eigentlich auch das meist nachgefragte System im Moment. Darum gehe ich eigentlich vor allem auf das System Wärmepumpe ein. Erdsondenheizungen. Bei uns, wenn man so ein bisschen anschaut, bei uns im Betrieb, was wir so einbauen, ist eigentlich so ein bisschen der Anteil 70% Luftwärmepumpen und 30% Erdsondenwärmepumpen. Und der meistgenannte Grund der Kunden ist eigentlich der Anschaffungspreis, also die Investitionskosten, wo man bei einer Luftwärmepumpe günstiger ist als bei einer Erdsondenwärmepumpe. Dann ist ein bisschen entscheidend, wenn man sich für eine Erdsondenheizung entscheidet, wo darf ich bohren. Also hat man irgendwie Grundwasser, wo man nicht bohren kann. Man muss Grenzabstände einhalten. Dann die Frage, wie tief dass man bohren kann. Braucht man eine Bohrung oder mehrere Bohrungen? Hat man zum Beispiel viel Wasser, also ist es schwierig zu bohren. Bohrtiefe in Meter kann man immer etwa so als Faustformel sagen, 10% vom Ölverbrauch ist etwa die Bohrtiefe. Aber das ist immer etwas, das man nachher berechnen und dann nachher genau festlegen. Das ist einfach so ein Richtwert, dass man etwa weiss, wenn man zum Beispiel 3000 Liter Ölverbrauch hat, dass man etwa 300 Meter bohren sollte. Bei einem Mehrfamilienhaus braucht es in den meisten Fällen mehrere Bohrungen. Und dort muss man natürlich auch die Abstände beachten zwischen den Bohrungen, dass man dort genug Abstand hat. Dann muss man auch ein bisschen beachten, wie viel Platz das man ums Haus hat. Weil man hat ja das Bohrgerät, dann, wenn man das installiert. Man hat einen Kompressor, man hat einen Bauwagen, man hat eine Schlammmulde. Das braucht alles Platz, wo man irgendwo ums Haus muss aufstellen muss. Vorteil ist sicher von einer Erdsondenheizung, dass man Schallprobleme eigentlich nicht hat von einer Luftwärmepumpe, dass man kein Soßengerät hat, dass man einen höheren Wirkungsgrad hat und tiefe Betriebskosten, dass die Erdsonden relativ lang haben, also
Man geht von 50 bis 80 Jahren aus, die Rohre haben im Erdreich. Und man kann natürlich auch kühlen im Sommer über die Bodenheizung. Und es ist halt schlussendlich etwas teurer als eine Luftwärmepumpe, wie schon gesagt. Dann Luftwärmepumpe. Hier auf dem Bild sieht man jetzt ein Beispiel von einem Nussgerät, wie man es etwa viel sieht in der Nachbarschaft. Luftwärmepumpen funktionieren auch mit Heizkörper. Also die heutigen Luftwärmepumpen arbeiten 60 bis 70 Grad Vorlauftemperatur. Und einzelne Wärmepumpen, wie man es jetzt hier im Bild sieht, kann man etwa bis zu einem Ölverbrauch von 4000 Liter einsetzen. Und nachher findet man eigentlich nicht mehr einzelne Geräte, die man für diesen Ölverbrauch verwenden kann. Also man muss eigentlich zwei Geräte aufstellen. Meistens werden die Aussengeräte installiert. Also es gibt auch innen aufgestellte Luftwärmepumpen. Aber es gibt ein paar Gründe, wieso das dagegen spricht, gegen Innenaufstellung. Zum Beispiel ist die Einbringung nicht möglich. Man hat zum Beispiel nur eine Innentreppe, Türbreiten, wo man vielleicht zu wenig hat. Es gibt aber auch Fabrikate, wo man eine Platzmontage machen kann, also wo man zuerst das Gerät anliefern lässt und dann tut man es zerteilen und im Keller wieder zusammenbauen. Das gibt es natürlich auch. Dann gibt es andere bauliche Hindernisse, wenn man zum Beispiel zu wenig Platz hat im Keller für ein Innengerät. Man braucht natürlich Kanäle und Aussparungen. Vielleicht braucht man zusätzliche Lichtschächte, weil man nur einen hat. Das sind halt alles so kleine Kosten, die schlussendlich ein Innengerät teurer machen als ein Aussengerät. Und wichtig ist, dass für eine Luftwärmepumpe, egal ob das innen oder außen aufgestellt ist, braucht es immer ein Baugesuch und einen Lärmschutznachweis. Und bei einem Mehrfamilienhaus muss man auch noch beachten, dass man nicht nur den Abstand zum Nachbarn messen, sondern auch zu den eigenen Fenstern, also lärmempfindliche Fenster wie zum Beispiel Schlafzimmer oder Wohnzimmer. Sinn und Unsinn von Kombispeicher. Links sieht man ein Prinzipschema mit einer Luftwärmepumpe und einem Kombispeicher. Kombispeicher heisst eigentlich, dass man einen Kübel im Keller hat. Also ein Speicher mit einem integrierten Warmwasserrohr. Und das Warmwasserrohr wird eigentlich ständig vom Speicher warm gehalten. Und das Warmwasserrohr, das hat nur 40 bis 50 Liter Inhalt. Und rechts sieht man ein System mit einer Luftwärmepumpe und einem Heizungsspeicher und einem Warmwasserboiler. Vor- und Nachteil von einem Kombispeicher. Sicher mal die Hygiene. Also der Speicher wird immer warm gehalten. Thema Legionelle, wo man eigentlich kann verhindern kann, weil das Warmwasserrohr immer warm gehalten wird. Denn der Platzbedarf ist gering, weil man eigentlich nur einen Speicher hat im Keller. Es ist ein relativ einfaches System. Nachteil ist ein bisschen die Entkalkung. Also man kann das nur chemisch entkalken, das Warmwasserrohr. Man kann das nicht von Hand entkalken. Dann die Abfleischung ist auch immer wieder ein Thema. Also ich sage mal, im Einfamilienhausbereich, so bis 4 Personen, kann man gut so einen Kombispeicher einbauen. Aber wenn man natürlich viele Leute hat, die duschen, die baden, dann wird es schwierig oder, mit einem Kombispeicher. Und der Nachteil ist natürlich auch, für die Warmwasserladung wird eigentlich ständig die Wärmepumpe eingeschaltet. Dann zum System rechts. Wenn man einen separaten Speicher und einen separaten Boiler hat, es ist hier eigentlich eine normale Entkalkung vom Boiler möglich, von Hand. Die Zapfleistung ist grösser, weil man einen grossen Boiler hat mit einem grossen Volumen. Und man muss eigentlich die Warmwasserladung über die Wärmepumpe nur einmal im Tag machen, um das ganze Volumen aufzuheizen. Und Photovoltaik-Einbindung ist auch besser möglich, weil man zum Beispiel im Sommer gezielt den Boiler laden kann, weil man ja dann nur Warmwasser braucht. Und beim Kombispeicher müssen wir wieder den ganzen Speicher aufheizen, dass man noch ein Warmwasser da oben hat. Der Nachteil ist da, dass man sozusagen zwei Kübel hat im Heizraum. Also Platzbedarf ist ein der Nachteil. Dann Solarwärme versus Solarstrom. Ich zeige ein bisschen den Unterschied.
Links sieht man ein Bild mit einer thermischen Solaranlage und rechts mit einer Photovoltaikanlage. Zuerst zu der thermischen Solaranlage. Also bis vor 10 Jahren hat man vor allem eigentlich das System gehabt. Es ist eigentlich eine einfache Technik mit einer langen Lebensdauer. Und meistens hat man Warmwasser aufgeheizt und die Heizung unterstützt damit. Es ist eigentlich auch gut geeignet, eine thermische Solaranlage für ein grosses Mehrfamilienhaus, wenn zum Beispiel viele Leute duschen. Und man kann eigentlich mit einer kleinen Fläche an Kollektoren auf dem Dach kann man eine grosse Leistung erzielen. Nachteil ist ein bisschen, dass man einen grossen Boiler braucht oder einen grossen Speicher. Der Unterhalt, also dass man den Frostschutz muss regelmässig kontrollieren muss, dass vielleicht die Anlage mal undicht werden kann. Und Übertemperatur oder Überhitzung vom System ist im Sommer auch immer ein Thema. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein Einfamilienhaus hat mit 4 Personen und nachher ziehen die Kinder aus, dann hat man wie eine Überhitzung vom System, weil man gar nicht mehr so viel Warmwasser braucht. Also ja, dann ist die Anlage wie zu gross. Und bei Einfamilienhäusern muss man immer ein bisschen schauen, die Investition vergleichen, also das Geld, das man auslegt und das, was man dann nachher auch als Ertrag hat. Also im Einfamilienhaus muss ich sagen, lohnt es sich eigentlich nicht, wenn man eine thermische Solaranlage einbaut. Und unsere Feststellung ist, dass vielfach ein bisschen falsch eingesetzt oder falsch dimensioniert ist. Also man tut auch ein bisschen die Grösse des Boilers unterschätzen, also dass dann ein kleiner Boiler eingebaut ist. Das führt dann natürlich auch wieder zur Überhitzung des Systems im Sommer. Dann Photovoltaik. Vorteil ist sicher, dass man unabhängiger wird vom Stromanbieter, dass die Autarkie grösser wird. Man hat eigentlich sehr wenig Unterhalt. Man geht davon aus, dass so eine Anlage 25 Jahre lang hat. Man kann Elektroautos laden. Ist sehr sinnvoll in Verbindung mit einer Wärmepumpe. Die Überschüsse verpuffen nicht, wie bei einer thermischen Anlage. Also man kann die rückspeisen. Und es ist aktuell sehr attraktiv bei der CKW mit den Tarifen. Batterie, wenn man eine Batterie dort einbauen, das ist gut, dass man den Eigenverbrauch steigern kann. Und man muss sicher beachten, dass man eine Photovoltaikanlage richtig dimensionieren. Also man muss eigentlich den Gesamtstromverbrauch anschauen. Also das heisst Haushaltsstrom und wenn man nachher eine Wärmepumpe einbaut, zum Beispiel auch den Stromverbrauch von der Wärmepumpe, den man nachher hat. Und die richtige Einbindung ist zentral, also Schnittstellen, Heizung, Boiler. Wie kann man das einbinden, dass man den Strom auch selber brauchen kann? Dann gibt es natürlich auch noch Holzheizungen, nicht zu vergessen. Es gibt Schnitz- und Stückholz- oder Pelletführungen. Und im Einfamilienhaus- und Mehrfamilienhausbereich werden vor allem Pelletheizungen eingesetzt. Darum gehe ich eigentlich fortlaufend auf Pelletheizungen ein. Ja, wieso ist denn das überhaupt sinnvoll, wenn man eine Pelletheizung einbaut? Man kann es zum Beispiel einbauen, wenn man keine Erdsonde bohren kann. Wenn man hohe Vorlauftemperaturen hat, also Radiatoren, schlecht isoliertes Haus. Es gibt auch Förderbeiträge für Pelletheizungen. Und die Investitionskosten sind ähnlich. Es kommt ein bisschen darauf an, auf die Leistung auf die Hausgrösse wie bei einer Luftwärmepumpe. Also das ist eigentlich vergleichbar. Dann hat man ein bisschen Unterhalt. Man muss 2 bis 3 Mal im Winter die Taschenbox leeren. Es braucht eine Chromstahl-Chemieanlage. Man braucht weiterhin einen Chemiefäger. Und es braucht natürlich einen Lagerraum für Pelle. Wie kann ich meinen Elektroboiler ersetzen? Sie sehen hier einen Elektroboiler ganz links, in der Mitte Registerboiler und einen Wärmepumpenboiler. Ich kann einen Elektroboiler zum Beispiel mit einem Wärmepumpenboiler ersetzen. Der 1:1 Ersatz von einem Elektroboiler im Keller und ist eigentlich laut Energiegesetz nicht mehr gestattet. Der Wärmepumpenboiler tut eigentlich aus der Raumluft die Wärme entziehen und durch das Warmwasser aufheizen. Man hat eine Energieeinsparung von bis zu 65% weniger Strom und
die aufgehängte Wäsche im Keller trocknet besser. Man muss ein bisschen beachten, dass das Luftvolumen im Keller unten genug gross ist, also dass man genug Kubik hat. Man kann es natürlich nicht in einer Wohnung aufstellen, Wärmepumpenboiler, also in einem Schrank drin, das geht nicht. Man muss eigentlich freie Luftzirkulation haben. Und man muss ein bisschen beachten, dass der Keller auskühlen kann, also dass 1 bis 2 Grad oder im Extremfall 5 Grad kälter werden kann. Und im Mehrfamilienhausbereich ist es eher weniger sinnvoll, einen Wärmepumpenboiler einzubauen, weil Wärmepumpenboiler kommt man so bis zu einem Volumen 300-450 Liter über. Und das wird kaum länger für ein Mehrfamilienhaus. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, mit dem Wärmeerzeugerersatz den Boiler einzubinden und den Boiler über die Wärmepumpe aufzuheizen. Dort muss man sicher schauen, wenn man jetzt das vorzeitig macht, also den Boiler wechselt, bevor man die Wärmepumpe einbaut, dass man einen Boiler dort einbauen, der genug Register hat, dass man den noch für die Wärmepumpe verwenden kann. Ja, was soll ich denn überhaupt zuerst sanieren? Das Haus oder die Heizung? Der Königsweg ist sicher immer, zuerst das Haus sanieren, also die Dämmung zu verbessern, die Fenster zu ersetzen und nachher die Heizung zu ersetzen. Aber wenn man jetzt das Beispiel nimmt vom Einfamilienhaus, muss man immer ein bisschen schauen, was man dort investieren und was nachher raus schaut am Schluss. Also wenn man jetzt das Haus komplett saniert, wenn man die Fenster ersetzt, die Isolierung verbessert, das Dach dämmt, dann ist man schnell mal bei Kosten von 100 bis 200.000 Franken. Und das Sparpotenzial ist nur etwa 50%. Wenn man jetzt aber eine Wärmepumpe einbaut, je nachdem, ob man Luftwärmepumpe einbaut oder Erdsonde, gibt man vielleicht 50 bis 90.000 Franken aus. Aber man spart 50 bis 70% der Betriebskosten. Man könnte das auf- oder abrechnen. Am Schluss ist immer das Budget entscheidend, das der Hausbesitzer hat. Und halt das Verhältnis zwischen der Einsparung, die man macht, und der Investition. Wie sollte man vorgehen beim Heizungsersatz? Also bei einer Beratung sollte man sicher mal die alten Daten der Heizung parat haben. Ich hoffe jetzt nicht, dass so eine Heizung bei Ihnen eingebaut ist. Also die Beheizfläche vom Haus wäre wichtig, zum Beispiel der Ölverbrauch, der Gasverbrauch und der Stromverbrauch. Dann ist es sicher immer gut, wenn man eine Beratung vor Ort hat, dass man nachher dort aufgrund der Beratung Offerten einholen. Und ich empfehle immer 2 bis 3 einzuholen und nicht 8 Offerten, weil das bringt niemandem etwas. Dann Förderbeiträge abklären lassen. Und die Umsetzung, also die Montagetour, ist immer etwa 1 bis 2 Arbeitswochen. Und ganz wichtig aktuell, Umsetzungszeit ist 8 bis 12 Monate. Also wenn Sie den Auftrag vergeben, bis nachher die Heizung eingebaut ist, müssen Sie etwa ein Jahr rechnen. Also es ist wichtig, dass Sie ein bisschen Planungszeit einrechnen in der aktuellen Situation. Und das ist eigentlich aufgrund der Lieferengpässe von sämtlichem Material, also Wärmepumpen, Zubehör, Boiler, Speicher, alles Mögliche. Dann kommen wir zu einem Beispiel von einem Einfamilienhaus, dass Sie das einmal ein bisschen sehen, was man investiert, was man nachher für Betriebskosten hat. Das ist ein Einfamilienhaus mit 200 Quadratmetern, ein 5-Personen-Haushalt, wo eine Ölheizung eingebaut ist. Mit 2000 Liter Ölverbrauch. Der Boiler ist über die Ölheizung aufgeheizt. Man hat eine Fußbodenheizung und einen eher geringen Abstand zum Nachbarhaus von 6 Metern. Und einen Öltank, der 2500 Liter fasst, der im Technikraum eingebaut ist. Und zukünftig ist eine Photovoltaikanlage geplant. Dann hier sieht man, oben rechts sieht man die Investitionen, Betriebskosten und die Unterhaltskosten und Gesamtkosten über 20 Jahre, wenn man jetzt wieder eine Ölheizung einbauen würde. Und unten als Vergleich
eine Erdsondenwärmepumpe, eine Luftwärmepumpe und eine Pelletheizung. Also das sind nicht irgendwelche Fantasiepreise, das sind aktuelle Preise. Und es sind eigentlich alle erneuerbaren Heizsysteme, die Sie unten sehen, die werden vom Kanton gefördert. Wie gehe ich denn vor bei einer Beratung zum Beispiel? Wie kann man sich für das richtige Heizsystem entscheiden? Also man hat hier eigentlich einen geringen Abstand zum Nachbarn für eine Luftwärmepumpe zu installieren. Man hat keinen grossen Öltankraum, den man könnte umnutzen als Pelletlagerraum. Und da ist eigentlich die Lösung eine Erdsonde. Die kann man bohren. Unten links sehen Sie einen Ausschnitt aus dem Geoportal. Für die, die es interessiert, wenn Sie mal bei Google eingeben, Geoportal Luzern, können Sie mal schauen, ob eine Erdsondenbohrung machbar ist. Und hier ist sie zum Beispiel grün, das heisst, man darf Erdsonden bohren. Man hat tiefe Vorlauftemperaturen mit einer Bodenheizung. Die Einbindung von einer PV-Anlage ist möglich. Und die Kühlung ist möglich über Bodenheizung. Also da ist jetzt eigentlich die optimale Lösung, eine Erdsondenwärmepumpe. Dann hier haben wir ein Beispiel von einem älteren Haus, 1960. Auch mit der gleichen Fläche, mit der gleichen Personenanzahl, auch mit einer Ölheizung, aber mehr Ölverbrauch. Der Boiler ist auch über die Ölheizung aufgeheizt. Man hat relativ hohe Vorlauftemperaturen, Radiatoren mit 70 Grad Vorlauftemperatur. Und man hat auch wieder einen geringen Abstand zum Nachbarhaus. Und das Grundstück ist in der Grundwasserzone, also man darf keine Erdsondenbohrungen machen. Der Öltank ist separat, 6000 Liter, in einem separaten Raum. Auch hier sieht man wieder oben, was eine neue Ölheizung würde kosten. Und unten als Vergleich die Investition, Betriebskosten, Unterhaltskosten und Gesamtkosten über 20 Jahre von einer Luftwärmepumpe, Erdsondenwärmepumpe und von einer Pelletheizung. Hier wäre jetzt die Lösung, Erdsonden dürfen wir nicht bohren, Luftwärmepumpe kann man nicht aufstellen aufgrund des geringen Abstands. Da wäre jetzt die Lösung eine Pelletheizung. Man hat einen Öltankraum, den man umnutzen kann. Man kann die hohen Vorlauftemperaturen abdecken von den Radiatoren. Und es ist schon eine Chemieanlage vorhanden. Zehn Tipps für die Heizungssanierung. Erstens hat der Anbieter schon eine grosse Erfahrung mit Heizungssanierungen. Also ich nenne hier immer das Beispiel vom Knie-Spezialist. Vielleicht gehen Sie das erste Mal, wenn Sie Knieprobleme haben, zum Arzt, zum Hausarzt. Und der tut Sie nachher verweisen im Knie-Spezialist. Und der kann Ihnen nachher eine Lösung anbieten. Lassen Sie sich vom Anbieter erklären, warum er die Wärmepumpe in dieser Leistung auslädt oder wieso er so tief bohren. Damit Sie nachher nicht eine falsch dimensionierte Wärmepumpe oder Erdsonde haben. Tun Sie Hausprodukte einsetzen vom Installateur, weil von denen hat er am meisten Ahnung und Erfahrung. Tun Sie einen Installateur wählen, der alle Formalitäten erledigt, wie zum Beispiel Fördergesuch, Baugesuch, Koordination der Handwerker bei einer Heizungssanierung und einen Terminplan erstellen. Tun Sie schauen, dass Sie aufgrund einer Beratung vor Ort sich für ein Heizsystem entscheiden, auch aufgrund von genannten Richtpreisen vor Ort. Und tun Sie nicht Varianten rechnen lassen. Tun Sie sich eine Gesamtofferte machen lassen, wo alles integriert ist. Also dazu gehört auch der Elektriker, der Maurer, Grabarbeiten zum Beispiel, Kernbohrungen, Tankdemontage und so weiter. Und Energiesparmaßnahmen wie zum Beispiel Thermostatventile ersetzen, Pumpen ersetzen, die Regulierung von Heizbändern, das gehört auch in die Offerte für eine Heizungssanierung. Und was man auch noch muss beachten, wenn man Fördergelder bekommt für eine Wärmepumpe, dass man die Kellerleitungen, die bisher nicht isoliert sind, isolieren. Und wenn man
wenn man es gleich warm haben im Keller, sollte man anstelle dieser Leitungen, die geheizt haben, einen Radiator installieren. Dann können Sie nämlich gezielt ein- oder ausschalten. Tun Sie auch die Schnittstellen beachten zwischen Wärmepumpe und Photovoltaikanlage. Tun Sie schauen, dass Sie irgendwie einen Koordinator haben, entweder beim Heizungsinstallateur oder beim PV-Installateur, der Ihnen diese Schnittstellen regelt. Und wie schon gesagt, tun Sie die Planungszeit von einem Jahr einrechnen. Haben Sie gewusst, eine Heizung kann man auch im Winter ersetzen? Leider ist das eine falsche Meinung der Leute, dass man Heizungen nur im Sommer ersetzen kann. Das ist aber immer ein Familie- oder Mehrfamilienhaus problemlos möglich im Winter. Das machen wir eigentlich auch schon seit Jahren so. Man kann dafür eine mobile ölbetriebene oder elektrisch betriebene Heizung anschliessen an die Leitung und man muss nicht frieren. Warum lohnt sich denn das überhaupt, wenn ich im Winter saniere? Handwerker, die es zu der Heizungssanierung braucht, haben besser die Zeit. Der Elektriker, der Maurer, auch im Sommer. Man kann die Heizung gerade ausprobieren. Man hat eine Betriebskostenersparnis, wenn man ein halbes Jahr vorher sanieren. Und man hat teilweise auch Steuervorteile, wenn man es auf 2 Jahre verteilt. Und jetzt möchte ich eigentlich nur noch eins sagen. Es lohnt sich definitiv, über erneuerbare Heizsysteme nachzudenken. Danke für die Aufmerksamkeit.